Hi zusammen und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Leinsammeltime mit Carsten und gucken wir doch mal, was der Whisky kann. Er roch ein bisschen so leicht tropisch fruchtig, als ich ihn eingegossen habe. Schöner Goldton. Was mir hier so auffällt, ist, er läuft relativ zügig zurück. Er zieht jetzt keine riesen Lags. Wirkt da ein bisschen unrund im Glas, unruhig. Ja, ich habe den von einer Weile eingegossen. Vorhin am Fläschchen, auch direkt nach dem Eingießen, hatte ich eine säuerlichere tropische Frucht, Maracuja, Passionsfrucht, vielleicht ein bisschen noch nicht so saure, so süße Ananas. Aber jetzt geht es eher ins ein bisschen Überreife sogar fast rein hier, nachdem er sich ein bisschen aufmacht. Immer noch Maracuja, aber jetzt so Maracuja-Mark, ein bisschen Mango, vielleicht ein paar überreife Bananen. Und da kommt auch so ein bisschen Holz mit durch. So ein klein bisschen wie so. Das erinnert mich jetzt so ein klein bisschen an früher in der Schule, wenn man auf Bandsägen relativ hartes, mehrfach verklebtes Holz gesägt hat und das Ganze viel zu schnell, dass es angefangen hat zu schmoren. Von diesem verleimten Holz, wenn das heiß läuft, diese Holznote habe ich hier so ein klein bisschen hinten dran. Was ein bisschen seltsam ist. Da ist so eine Zuckrigkeit mit drin und die kommt jetzt immer stärker durch. Und die erinnert mich ein bisschen an Traubenzucker. So Dextroenergen, Exotik, Frucht. Die Früchte werden jetzt auch weniger greifbar. Der hat sich wirklich verändert von säuerlich frisch zu reif. Und während ich jetzt hier dran rieche, kippt er schon in einen undefinierbar überreife Frucht mit so einer Traubenzuckernote und ein bisschen Holz dazu. Ist auch irgendwie so ein bisschen was von Bastenmatten. Staubig, trockene Strohhalme. Interessant. Ja, auf euch, auf dich, Carsten. Mal sehen, was der ankommen kann. Leichte Ansätze von ölig, aber insgesamt relativ leicht. Ein seltsames Mundgefühl. Er fängt richtig ölig mild an. Und dann habe ich jetzt beim ersten Schluck das Gefühl, nach dem Antritt, kommt auch so eine Fruchtnote durch, ein bisschen Honig vielleicht, ein Ansatz von Pfeffer. Und dann kippt er weg. Und dann dachte ich, ich spinne meinen Gaumen vielleicht irgendwie. Plötzlich kommt er wieder mit einer leichten Ingwer-Schärfe, ein bisschen Britzeln hinten. Nicht an der Zungenspitze, sondern weiter hinten im Rachen. Nochmal so ein Frucht-Säure-Traubenzucker-Note. Ich brauche da definitiv nochmal einen Schlupfer. Der macht mich gerade ratlos. Eine pfeffrige Ingwer-Schärfe drin. Die kommt aber nicht vom Alkohol. Ich würde sagen, der hat maximal 46%. Kommt sehr, sehr ölig rein. Ein undefinierbarer Mix aus tropischen Früchten, ein bisschen Honig. Und dann fängt es unten an am Gaumen. Da kommt der Ingwer, da kommt so eine leichte Ingwer-Schärfe, dann fängt es an ein bisschen zu prickeln, so ein bisschen pfeffrig. Und das zieht immer mehr an, blendet dann wieder aus und es bleibt so eine Traubenzuckernote, so eine
Säuerliche Traubenzuckernote. Maracuja-Traubenzucker, Dextroenergen mit dieser tropischen Fruchtsäure und diesem typischen Traubenzuckergeschmack. Bisschen Eiche, aber nicht viel. Nicht dieses komische verleimte Holz, was ich vorher habe, sondern eher so ein dezent leicht vanilliges, aber eher erahnbares Holz. Ja, das verwirrt mich, ganz ehrlich. Diese, wenn man ihn am Gaumen hat, erinnert es fast ein klein bisschen an das, was ein Talisker macht. Oder manche Glen Ord und Glen Spey, dass es hinten raus nochmal so ein. Aber dazu hat er dann nicht genug Kraft. Oder sagen wir es mal so, vielleicht ist es gut, dass er nicht mehr Kraft hat, weil ich mag diese Nachbrennerschärfe eigentlich nicht. Und so kann die sich dieser relativ dezente, aber angenehme Abgang hinten dran nochmal durchsetzen und kommt auch zum Tragen. Ich glaube, wenn der mehr Power hätte, würde es das total überdrücken. Es ist ein relativ leichter Whisky. Am Gaumen habe ich effektiv Probleme, die Früchte auseinanderzukriegen. An der Nase war es deutlicher. Ja, wie gesagt, ich schätze mal 46%. Irgendein Spacer, Alter, tropische Früchte kommen meistens so ab 21 Jahren etwa raus. Er hat noch eine gewisse Säure, also jo, sagen wir halt irgendwo mal zwischen 19 und 24. Ja. Ich finde ihn interessant. Die Nase finde ich ziemlich geil. So. Gerade weil sie sich verändert. Am Gaumen ist er okay. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. So, nach der Nase. Mehr Frucht vor allen Dingen, mehr klare Frucht und mehr Fülle, mehr Volumen. Er hat eine ölige Konsistenz, aber sie fühlt sich irgendwie ein bisschen wie. Blöder Vergleich, das ist ähnlich wie wenn ich. Rapsöl mit Olivenöl Vergleich. Beides fühlt sich ölig auf der Zunge an und das eine hat Eigengeschmack und das andere nicht. Und genauso ist es hier. Der Gaumen ist aber ein bisschen dünn, der Abgang hinten raus ist dann nett. Diese Schärfe, wie gesagt, interessant, nicht zu übertrieben. Mehr dürfte es nicht sein. Ich tippe drauf, dass es irgendein Spacer, Alter, wahrscheinlich irgendeinen, der man sonst unter Sherry vergräbt. Da wenig von kriegt. Ich bringe jetzt keinen direkten Brennerei-Charakter damit. Vielleicht Glen Spey wäre eine Möglichkeit. Die haben eher so eine grasige Ingwer-Schärfe, wenn sie jünger sind, aber wie gesagt, ich tippe hier, der hat um die 20 knapp drüber vielleicht. Interessanter Tropfen. Bräuchte vielleicht mehrere Durchgänge. So nach dem einen Sample landet er jetzt nicht unbedingt auf meiner Lieblings-Whisky-Liste. Ist aber spannend und durchaus lecker trinkbar. Gucken wir doch mal, was Carsten hier eingepackt hat. Wenn der Gläser nicht auspacken lässt. Du hast sie auch noch mit anderem Kleber zugeklebt, oder? Da ist irgendwas noch innen drin verklebt. Ja, es ist Nummer 2. Okay. Carsten, du wirst mich echt überraschen. Wir haben noch mal eine Rarität hier im Glas. Das ist ein Glenmore. 27 Jahre alt, 1980 destilliert. Gordon MacPhail Rare Vintage. 43%. Okay. Er fühlt sich wahrscheinlich durch diese Pfeffrigkeit stärker an vom Alkoholgehalt, als er wirklich ist. Trotzdem merkt man, dass ihm irgendwie an Aromen was fehlt. Interessant. Ich bin schon ein paar Mal um eine Glenmore-Flasche rumgeschlichen, habe mich aber im Endeffekt nie dazu aufraffen können, weil wie alle Lost Distillery-Sachen sind sie nicht gerade günstig und das ist jetzt eine Destillerie, von der man eher weniger irgendwo Samples oder ähnliches herkriegt, wenn man nicht gezielt danach sucht. Und
Ja, es ist nicht 100% mein Lieblings-Whisky-Style. Er ist interessant. Er ist sicher nicht schlecht. Er haut mich auch nicht vom Hocker. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die sind halt auch irgendwo dann im 500, 600-Euro-Bereich, wenn man so eine Flasche irgendwo herkriegen will. Wäre es mir hier geschmacklich definitiv nicht wert, nur als Kuriosität, sag ich mal. Es ist ein ordentlicher, aber kein weltbewegender Spacerider. Carsten, vielen Dank, dass ich das Ding probieren darf. Ich sehe, den hast du auch schon eine Weile bei dir stehen, 2007 gebottelt. Freut mich riesig. Echt spannend. Kriegt man ja sonst kaum irgendwas. Und ja, eine Ehre, dass ich das probieren darf. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt, weil ich ihn jetzt eher ein bisschen bewertet habe. Aber das ist einfach meine Meinung. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist ein okayer Whisky. Vielleicht deshalb auch eine Destillerie, über die selbst nach der Schließung kaum jemand spricht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Lasst mir ein Like und ein Abo da und wir sehen uns.